heute mache ich ein kleines Unboxing und auch ein Zusammenbau der Assembly-Video. Ich habe mein Touchscreen bekommen für den Raspberry Pi 4 mit Gehäuse. Also, wir haben jetzt mal das Touchscreen-Display, es ist 4 Inch, Auflösung ist 800 auf 84 Pixel, Weitwinkel. Es hat außerdem einen Stift dabei. Was ist das hier Nettes? Also man hat anscheinend einen Adapter mit dabei. Außerdem hat man auch Kühler dabei für den Raspberry Pi an sich. Okay, das hier sieht nach dem Gehäuse aus. Wir haben die Anleitung mit drin und einen kleinen Schraubenzieher. Das praktisch ist, da ich jetzt hier keinen Schraubenzieher mitgenommen habe. Hier ist mein Raspberry Pi 4 mit dem schicken Gehäuse bisher. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich den Lüfter in dem Gehäuse richtig rum drauf gemacht habe. Bei meinem Dreier zeigt er nämlich nach innen. Allerdings mit dem Kühler hat dieser Lüfter nicht nach innen gepasst. Genau, ich würde sagen, wir nehmen mal das alte Gehäuse auseinander und fangen danach an, das neue Gehäuse mit dem Display dran zu bauen und schauen, was man dafür machen muss. Da haben wir den Raspberry Pi. Den legen wir mal hier auf die Styropor drauf. Und dann schauen wir uns mal die Anleitungen an. Okay. Brauchen wir ein Driver-Image anscheinend. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Quick Start. Ich will es auch nicht unbedingt jetzt als Touch direkt benutzen, wobei es natürlich funktionieren sollte. Jetzt nochmal auf Chinesisch drauf. Sondern wir bauen es mal das Gehäuse zusammen. Ich habe ein Manjaro drauf und da das bisher wunderbar funktioniert hat, direkt von Anfang auf Anhieb ohne Probleme, wobei ich da glaube, das hat keinen Touchscreen-Support, werden wir trotzdem mal versuchen, das drinnen zu lassen, das Betriebssystem drauf zu lassen und schauen, was passiert.
werden wir einfach mal den Strom anschließen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vermutlich wird er jetzt nicht erkannt, da ich jetzt tatsächlich nicht das Image runtergeladen habe, das hier angegeben wurde über diesen QR-Code. Aber wir schauen mal, was passiert. Wir schauen mal, was passiert, ob er uns irgendwas anzeigt. Und wenn ja, was? Okay. Also bisher blinkt er nur. Ich werde mal schauen müssen, was das für ein Image ist. Und ich muss auch mal schauen, ob er im Netzwerk gefunden wird, wenn ich zu Hause bin, ob ich per SSH connecten kann und neue Treiber installieren kann. Es geht jetzt nicht, weil ich mit meinem Handy filme. Das heißt, das werden wir definitiv in einem weiteren Schritt machen müssen. Aber wir sehen auf jeden Fall schon mal, dass das Display funktioniert. Die Größe ist eigentlich auch ganz angenehm. Gehäuse könnte meiner Meinung nach eher so ein Plastikgehäuse sein wieder, das dann geschlossen ist. Das Braun ist nicht so schön. Normalerweise sollte es auch durchsichtig sein. Ich habe das jetzt ja zum Zusammenbauen, zum Testen bekommen. Vermutlich habe ich deswegen einfach eine billigere Version bekommen. Oder man kann wieder hier Folie abziehen, was ich natürlich nicht gemacht habe. Das war natürlich wieder Fail von mir. Aber wenn ja, dann war es nirgendwo beschrieben, dass man hier eine Folie abziehen kann, wie bei den anderen Pis. Aber man kann tatsächlich, so wie es aussieht, die Folie abziehen, ja. Okay, das war natürlich mein Fail. Sieht so aus, als könnte man diese braune Schutzfolie auch abziehen, ja. Also so sieht das Ganze jetzt dann ohne die furchtbare braune Folie aus. Gut, soweit dann. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gesehen, wie man zusammenbaut. Und beim nächsten Video dann hoffentlich, wie es funktioniert.